Sonntagmorgen, kurz nach 8 Uhr, begrüße euch recht herzlich. Murmeln, quatschen, Kaffee trinken. Ja, so heißt diese. Und da ist auch was dran, weil der Kaffee steht hier. Prost! Quatschen, ja klar, machen wir auch. Und ein bisschen Mo kommt auch. Gerade festgestellt, die Murmelbahnen sind noch gar nicht auf. Das ändern wir jetzt gleich. Und dann schauen wir mal, uns das Feines so erwartet. Passt. Ja, auf den Streamtitel schaut, der hat auch gesehen, da steht noch was bei. Da steht nämlich ganz klar, Peter, oh, ich weiß nicht mehr, was ich geschrieben habe, ja, kann passieren, um Himmels Willen. Alles gut? Murmeln, quatschen, Kaffee trinken und dabei tanzen die Flocken vor dem Fenster. Ich wusste, es hatte was mit Schnee zu tun. Ja, es ist so. Ich habe mal früh beim Aufstehen so einen leichten Blick rausgeworfen. Beziehungsweise war sogar kurz auf dem Balkon. Gebe ich ja offen und ehrlich zu. Und es krümelt vor sich hin. Leicht, stetig. Flächen sehen so ganz leicht übergepudert aus. Von daher passt das so ein bisschen. Ursprünglich waren da ganz, ganz andere Sachen angesagt. Hier war für die Region von 30 bis 60 Zentimeter Neuschnee die Rede. Aber ich glaube mal sehr stark, dass mittlerweile korrigiert worden oder es kommt noch, keine Ahnung. Im Moment, wie gesagt, so ganz leicht übergepudert, es krümelt so leicht weiter vor sich hin, aber je nachdem, wie Lage Straße oder des Weges ist, das ist alles im Rahmen, also nicht so, dass man schon Panik bekommen muss oder ähnliches. Also das ist alles noch völlig okay. Ich weiß, ich habe gestern Bilder gesehen in der Nähe von Mannheim. Da sah das ganz anders aus. Da hatte man wirklich so 10, 15 Zentimeter auf der Straße zu liegen. Und ich weiß auch aus anderen Regionen, dass da Schnee gefallen ist. Naja, wir haben Winter, machen wir uns nichts vor. Wir haben fast schon Ende Januar, also den ersten Monat des neuen Jahres, haben wir auch schon wieder fast hinter uns. Und von daher, die Tage werden auf alle Fälle schon wieder länger. Ja, nicht wundern, ich bin so
Ja, ich will nicht sagen, ich fühle mich wie so eine Vollkornbrotschnitte, etwas belegt, aber so ein bisschen, ja, die Nase tropft, aber dieses Problem kenne ich von mir, das ist es ja. Ich kann es nicht erklären. Das ist da, das ist weg. Teilweise legt sich das so ein bisschen auf die Stimme. Und das kenne ich eigentlich seit Jahren schon. Ach, gucke an, mein Freund der Dandy. Nico, einen wunderschönen guten Morgen. Schönen Sonntag zu dir. Ich wink mal zu dir rüber, so weit weg ist das ja nicht. Ich vermute mal, wettermäßig ist es ähnlich wie bei mir, nämlich so, dass es leicht schneit. Ich würde sagen, so Temperatur knapp unter 0 Grad, aber eigentlich nicht unangenehm. Extrem weiß oder so wie bei mir, leicht übergepudert? Ja, mal gucken, vielleicht kommt das noch hier rüber. Wobei ich habe das mal erlebt, als ich mit dem Auto unterwegs war. Da war bei mir gar nichts. Und in der Region, wo der Dandy lebt, da bin ich über die auf der Autobahn vorbeigefahren. Da lag definitiv Schnee. Und das sind, ich sag mal, 20, 25, vielleicht 30 Kilometer Luftlinie maximal. So, Moment mal. So. Hab hier mal so ein bisschen bei mir an der Technik gearbeitet, damit euch ich hier nicht unbedingt ins Ohr niesen oder schnauben muss oder husten muss, wenn da meine Taste entsprechend programmiert, sodass ich euch das Mikrofon zumindest weg drücken kann. Das ist sicherlich für euch nicht so ganz unangenehm. So, wir sind bei Murmeln, Quatschen, Kaffee trinken, so heißt diese Sendung, genau. Die Saison 40 läuft. Ich weiß, die läuft schon ein paar Tage. Ja, das ist immer so das Problem. Aber das kennen wir ja. Und du weißt ja, mein lieber Nico, so einen kleinen Vorteil habe ich ja dann auch davon, ne? Wenn du jetzt so nett bist und dir ein, zwei Werbespots anguckst. Drei oder vier am Stück, sage ich ganz ehrlich, finde ich echt schon ein bisschen krass. Aber ein, zwei. Das geht schon. Ja, vielen Dank, mein Lieber. Vielen Dank. So, ihr seht, ich habe die erste Bahn schon mal angerissen hier. Ich hoffe, ihr kennt das Kommando noch. Heißt Ausrufungszeichen Play. Ja, das hast du überall. Nico, es ist leider so.
Sagen wir mal so, wenn die Verteilung da vielleicht auch noch etwas anders laufen würde, könnte man da auch sicherlich noch, wenn ich sagen, drüber hinwegsehen. Das ist nervig. Ich weiß, wenn ich Fernsehen gucke, schimpfe ich auch immer wieder, dass es immer häufiger dann zu Werbeeinblendungen kommt. Aber ja, es ist halt alles teuer und es muss finanziert werden in irgendeiner Form, dass ich bei bestimmten Anlässen bestimmte Leute auch mit solchen Aktionen echt die Taschen vollstecken. Da brauchen wir, glaube ich, auch nicht drüber diskutieren. Das ist bekannt. Das wollen wir hier sicherlich auch nicht diskutieren oder kommentieren, ja. Aber da gibt es mehr als genug Beispiele, wo man echt nur den Kopf schütteln kann. So. So viel zum Thema Geld und Werbung und überhaupt. Wir wollen hier eigentlich versuchen, oder ich möchte hier zumindest versuchen, die, ja, ich sag mal, kleinen oder großen Sorgen, Probleme, die sicherlich jeder von uns seit einiger Zeit hat, mehr oder weniger, stärker oder nicht so stark, die will ich eigentlich versuchen, hier mit dieser Murmelgeschichte oder überhaupt mit meinem Stream ein bisschen zu verdrängen, zumindest vorübergehend. Ja, Nico, sowas kenne ich. Sowas kenne ich. Ich trage zwar keine Kleider, aber es gibt immer wieder Sachen, wo ich sage, sowas. Ja, nee, ist klar. Sowas Teures hast du dir noch nie gekauft. Eine dieser Sachen davon liegt in meiner Küche. Ich habe mir vor ein paar Jahren mal ein Küchenmesser gegönnt. Aua! Hör mal, dafür kaufen andere Leute sich ein Gaming-PC. Also ich glaube, so einen teuren Anzug habe ich noch nie gehabt. Ach ja, Richie, ihr habt ja da irgendwas vor. Ja, okay, die Dinger, da sind wir wieder bei so einem Thema. Die Dinger sind nicht so ganz preiswert. Und das ist häufig auch mit einer ganzen Menge Handarbeit verbunden. Das ist im Allgemeinen nichts, was du mal einfach so von der Stange kaufen kannst. Von daher, ja, da sind die Preise dann meist sogar auch gerechtfertigt. Ja, wenn es was wäre, was du so normal von der Stange kaufst und nur weil da irgendein großer Name draufsteht, musst du solche Preise auf den Tisch legen, dann kann ich es nicht verstehen. Aber wie gesagt, Brautkleider, die gehören definitiv zu einer Art von Kleidung, die bis heute viel in Handarbeit hergestellt werden, weil halt auch sehr auf die individuellen Wünsche der Braut eingegangen werden, weil die hat Ideen. Sie möchte dies, sie möchte das, sie möchte jenes. Das muss versucht werden umzusetzen. Dann gibt es vielleicht noch gewisse Vorgaben, die vielleicht von ganz woanders kommen, die man mit einbauen sollte oder mit einbauen muss. Also da ist schon eine Menge Kreativität und sicherlich auch viel, viel schneiderisches Geschick und Können gefordert. Von daher will ich mal sagen, klingt dieser Preis noch absolut okay. Da gibt es sogar Preise, die liegen deutlich in anderen Sphären, mein lieber Nico. So. Ihr wisst ja, drei Leute brauchen wir hier immer, um ein bisschen zu murmeln. Und die
die warten eigentlich schon. Und von daher gucken wir jetzt mal, wie sich die Bahnen so einrollen am Sonntagmorgen. Und ich starte mal, wer gerne noch mitmachen möchte. Ein paar Plätzchen haben wir noch, 40 Sekunden habt ihr noch Zeit und mit Ausrufungszeichen Play seid ihr mit dabei. Ich nehme dabei nochmal einen Schluck Kaffee. Nö, nehme ich nicht. Ich will mich jetzt erst aufstehen und frischen zubereiten. Von daher, zu viel Kaffee ist auch nicht gut, höre ich immer wieder. Und in 10 Sekunden rollen wir hier los. Wir machen einen Grand Prix über 16 Bahnen, meine Lieben. Bestzeit auf dieser Bahn 1:26.676. Der Nico lässt ein bisschen Vorsicht hier angehen, aber der wird dann gleich von hinten ganz fürchterlich zuschlagen. Ihr seht es schon, er holt ganz, ganz massiv auf hier. Ich hatte mich auch am Freitag nach dem Wochenend-Entschleunigungsstream vom Jagen so ein bisschen umgesehen. Also zum einen habe ich gesehen, eine Jagdsimulation ist im Moment im Portal Steam im Angebot. Da bin ich im Moment noch am Überlegen, ob ich da vielleicht... 5 Euro investiere. Ansonsten soll demnächst schon wieder eine neue Yacht-Simulation kommen. Also ich sage mal, Jagen, Fischen, das sind wohl alles so Sachen, die im Moment ganz gut bei den Entwicklern laufen. So, wir sind hier schon durch. Gucken wir mal. 1:29.472. Freunde, das ist schon mal eine Ansage. Das sind nur 3 Sekunden mehr als der amtierende Weltrekord auf dieser Bahn. Ich würde mal sagen, ist schon mal nicht so schlecht, ne? Aber auch die anderen Zeiten lassen sich durchaus sehen. Wir sind alle im Bereich von unter 10 Sekunden. Da muss ich sagen, das kann so weitergehen. Es darf gerne auch noch etwas schneller werden. Da ist die nächste Bahn. Auch hier heißt das Kommando zum Mitspielen. Ausrufungszeichen. Hey. Oh, böse Stimmen würden jetzt wahrscheinlich schon wieder sagen, gesucht wird der kleine Nico. Er möchte im Bälleparadies abgeholt werden. Aber ich sag mal, ganz so wild ist denn doch nicht. Bestimmt gleich wieder da. Wahrscheinlich. Da siehst du, da ist er doch schon. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich
turtelt er ein bisschen mit seiner zukünftigen Solla. Um Himmels Willen. Wir wollen nicht, dass die Liebe einschläft oder erkaltet. Andererseits immer aufpassen. Nicht so heiß essen, wie es gekocht wird, meine Lieben. Ja, zum Thema Kochen. Auch gleich noch ein bisschen was erzählen. Ihr wisst ja, die Palette, über die wir hier quatschen können, ist immer sehr groß. Und ich habe aber mal den Countdown der Weile gestartet. In 40 Sekunden geht es hier in die zweite Bahn. Wer mitmachen möchte, Ausrufungszeichen Play. Ich habe ja schon öfter erzählt, ich treibe mich immer wieder auch bei Streamer-Kollegen rum und gucke hier, gucke da und ach ja, gerade auch in den Kochstreams findet man ja doch häufig recht gute Tipps. Nebenbei ist die zweite Bahn jetzt gestartet. Gucken wir mal. Also 38 Sekunden bei der Bahn erscheint mir doch schon sehr abgehoben. Also, Der muss eine Abkürzung gekannt haben. Ja, da habe ich gestern mir so zwei, drei Sachen angesehen. Und ja, wer mich kennt, der weiß eigentlich, Java ist... Oha. Das Ding geht ja zur Sache hier. Der Java ist nicht unbedingt ein Freund von Blätterteig. Aber ganz ehrlich, ich habe gestern ein Rezept gesehen. Da musste ich hier also echt schon mit verstärktem Speichelfluss kämpfen. Und auch das war etwas im Blätterteig. Ja, okay, 54, 104, 106. Da ist sicherlich Luft nach oben. Gucken wir mal. Auch die sehen ja putzig aus, die Murmeln. Andererseits muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe Donnerstag und Freitagabend oder Donnerstag und Freitag verhältnismäßig lange mir den Kopf zum Rauchen gebracht, was ich denn am Wochenende zu essen machen möchte. Ich bin auch gestern früh losgefahren. Ohne wirklich eine Idee zu haben, was machen wir denn jetzt? Nun ist das immer nicht ganz so schlimm, da ich für mich alleine koche, kann ich da sicherlich auch sehr individuell entscheiden, was ich eventuell dann im Topf oder in die Pfanne schmeiße. Aber so völlig ohne Idee, das ist echt selten. Andererseits muss ich dann dazu sagen, ja, aber nicht so laut und schmatz nicht so. Erschreckst du die Vögel wieder. Zum Glück hatte ich dann ja doch verhältnismäßig schnell
Ich hätte schwören können, der Nico hat eben schon auf Play gedrückt. Na gut, dann rollen wir mal mit zu zweit hier durch die Gegend. Und dann warten wir aber, bis er mal am Rauchen fertig ist, bevor wir weitermachen. Überhaupt keine Frage. Ja, von daher habe ich dann aber beim Einkaufen verhältnismäßig schnell entscheiden können, was es dann gestern und auch heute auf der Gabel gibt. Gestern gab es ein Knoblauchhähnchen. Das heißt, das war eine Hähnchenbrust, mariniert. Und also mit Knoblauchbutterflocken belegt. Und ich habe mir dann erlaubt, noch 4 Knoblauchzehen in Längsstreifen zu schneiden und die dann da noch mit dazu zu legen. Also, ich habe das Ganze dann in den Ofen geschoben und war dann nach einer guten halben Stunde nochmal in der Küche. Mein lieber Herr Gesangsverein, oder wie der Engländer sagen würde, my lovely Mr. Singing Club. Das war ein Hauch von Knoblauch, der da in der Küche lag. Ja. Das war schon nicht schlecht. Und die Knoblauchstreifen, die ich damit reingetan habe, die waren ja eigentlich wie geröstet. Waren beim Essen dann richtig schön crunchy. Es war sehr, sehr lecker. Es hat aber auch ganz gut Nachdurst gemacht. Also das gebe ich zu. Ich habe, bis ich schlafen gegangen bin, doch einiges an Flüssigkeit zu mir genommen. Aber ich bin heute früh eigentlich nicht aufgewacht und habe gesagt, du hast so diesen typischen Geschmack oder dieses typische Gefühl im Mund, als wenn du einen trockenen Socken im Mund hast. Also das war definitiv nicht. Also von daher war das sicherlich schon ganz gut. Und nachher habe ich mir dann ein kleines Steak gegönnt. Wirklich klein, 250 Gramm, also nichts extrem Großes. Und da habe ich mich zu entschlossen, da werde ich mir nachher schön ein paar Äpfelstücke und ein paar Zwiebeln zuschmoren. Wir gucken hier zwischendrin mal auf die Punkte. Gucken auch schon mal auf die nächste Karte, die uns hier erwarten wird. Wir sind übrigens, wie ihr gesehen habt, bei den nicht bei den Standard-Maps, sondern bei den Community-Maps. So. Doch. Ich muss sagen, da sind wieder ein paar richtig schicke Sachen bei. Ich hatte schon gesagt, wir warten, bis der Nico wieder da ist. Er soll ja ruhig die oder er soll ja auch die Chance haben, mitzumachen. Guck mal, da ist unser kleiner Schnellraucher. So, dann starten. Oha, Nico.
So jetzt auf Anhieb erstmal nicht. Ich habe aber auch den Jahresplan von der Kartbahn noch nicht da, sodass ich dir noch nicht sagen kann, ob ich da eventuell zu einer Veranstaltung drüben bin. Aber ich notiere mir das natürlich gleich und werde mal gucken, was sich machen lässt. So, was sich hier machen lässt, das kann ich euch sagen. Ich starte jetzt den Countdown. Kommt einfach mit dazu. Ausrufungszeichen Play heißt das Kommando. Das klingt auf alle Fälle nach einem Plan. Wir mir das gleich mal notieren. So, auf geht's. Bahn Nummer 4. Ja, gucke. Ach ja, die Bahn mit den Schokocookies. Ein Glück gibt's kein. Geruchsstream. Das Thema hatten wir gestern schon mal. Ich liebe diese Dinger, wenn sie gut sind. Ich muss dann aber kein Stück Torf mitbringen, Nico. Der doppelte Teichröhrer. Ach du Schande. Ja, aber gut, Cookies, passt ja. Kann ja mal fragen. Hey, super! Ja, okay, das kriege ich hin. Durst ist eh schlimmer als Heimweh. Hunger klappt eigentlich auch immer ganz gut. Und eigentlich klappt das mit der guten Laune eigentlich auch immer ganz gut. Ja, Nico, herzlichen Glückwunsch zum Gewinnen des ersten Laufes hier heute in diesem Grand Prix. Nö, das klappt eigentlich immer ganz gut, ja. So. Zack. Ich glaube, ich habe neulich auch schon so ungefähr mitbekommen, wer Musik macht bei dir. Hast ja keine Kosten und Mühen gescheut und hast die Egerländer Waschfrauen engagiert. Oder so ähnlich. Ja, guck mal. Zack. 45 Sekunden habt ihr noch Zeit, wenn ihr selber mitmachen möchtet. Ausrufungszeichen Play heißt das Kommando. Sekunden sind noch Zeit.
glaube, der würde uns die Ohren lang ziehen. Der Ernst Mosch, wenn wir ihn mit deinem Musikmacher durcheinander bringen. Hallo? Ach so. Ach, guck mal, mit Noppen, wer denn drauf steht. Und was zum sommerlichen Angel-Event geplant ist, weißt du auch, ne, Nico? Ja, hier haben wir wieder so diese üblichen Differenzen zwischen dem amtierenden Weltrekord und den Laufzeiten unserer Murmeln. Nico kriegt 3 Energiepunkte zurück. Wir kommen schon zur Bahn. Auch hier seid ihr mit Ausrufungszeichen Play dabei. Ach so, jetzt weiß ich, was ich gucken wollte. Warte mal den Countdown. Da ist. Ich muss mal so ganz nebenbei was gucken. Alles schön bunt hier, finde ich.
Jetzt ist er weg, ist mir auch egal. Yo, da sind dann alle Murmeln im Ziel. Es wird langsam. Ja, nicht wundern, dass bei mir schon so viele Punkte stehen, obwohl ich heute eigentlich das erste Mal streame. Aber ich habe neulich bei einer der netten Streamer-Kollegin ein paar Runden mitgespielt. Und die hatte das berühmt-berüchtigte Marvel Royale wieder in den Fingern. Da kommen wir nachher auch noch zu. Und da habe ich, ich glaube, sogar 2 Runden gewonnen. Und wenn da entsprechend Teilnehmer bei sind, dann gibt es da auch immer ganz anständig Punkte bei. Von daher gucken wir mal, dass wir da schnell hinkommen. Wie gesagt, gerne auch noch ein paar Murmeln mehr. Ihr braucht euch da nicht irgendwie ja, ängstigen, wie auch immer. Kommando heißt Ausrufungszeichen Play. Wer mitmachen möchte, hat jetzt noch 45 Sekunden Zeit. Und wie gesagt, Plätze haben wir noch mehr als genug. Im Moment noch 497. Wollen sie ja schon. Nicht richtig. Oh, die große Kugel, in der sonst, die große Trommel, in der sonst 49 Kugeln sind. La 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 la.
Und alles murmelt vor sich hin, gibt sich dem Ziel immer näher. So. Wir liegen hier deutlichst hinter der Bestzeit zurück. Sehr deutlich. Wobei ich mir durchaus vorstellen könnte, dass das fast realistisch ist, diese Zeit hier von einer Minute auf dieser Bahn auch rollen zu können. Ich glaube, mein Nico, du fehlst noch in unserer illustren Runde. Jo, und dann starte ich den Countdown. Wie gesagt, 45 Sekunden Zeit gibt es dann noch. In 10 Sekunden starten wir zum 8. Lauf hier im ersten Grand Prix. Oha! Wenn du da ein Bier zu viel hattest, hast du auch gewisse Probleme, würde ich mal sagen.
Ich guck mal da, wer ist denn das? Und wir haben nächste Ergebnis. Gibt auf alle Fälle auch hier Energie zurück. Jeweils 4 Punkte sogar. Dandik hat wohl wieder eine Abkürzung gefunden. Böse Stimmen behaupten aber, er hat holländisches Navi und das hat ihm was Falsches erzählt. Oder hast du da irgendwelche Spezialitäten gefunden auf deiner Abkürzung? Ausrufungszeichen Player ist das Kommando, wenn ihr mitmachen möchtet. Das Ganze ist kostenlos, ohne die Installation zusätzlicher Software. Einfach hier dabei sein, Spaß haben, mitmurmeln. Na, nicht mal Geneva? Wachet bitte. Ich starte den Countdown, wer noch dabei sein möchte, Ausrufungszeichen Play und dann seid ihr hier sofort mit von der Partie. Und da stürzen sich die Murmeln wieder in die Bahn. Auch stark gemacht. Einfach ein Rand auf die flache Fläche. Auch nicht schlecht. Gefällt mir auch sehr gut. Und mal gucken, wie sich die Bahn so verhält. Die üblichen Verdächtigen sind natürlich dabei. Und zwar nicht nur bei den Murmeln, sondern halt auch bei den Hindernissen. Jetzt geht's in den Tresor. Nico, du willst nicht mit uns murmeln, sei ehrlich. Oh, schön waschi-waschi machen. Vielleicht hilft's. Ja, eigentlich recht einfach gemacht, diese Bahn, aber irgendwie hat die was, finde ich. Auch hier gab es die zurück, auch die Spielerei funktioniert.
Wir sind mal ein bisschen geduldig. Der Nico hat gesagt, er geht noch mal schnell vor die Tür. Aber wir werden mal was machen, wenn der Nico sagt, er ist gerade mal noch eine rauchen, werde ich die Zeit nutzen und werde mir mal noch ein Käffchen machen. Und da. Und auf dem Weg zur Pause gebe ich euch mal ein bisschen Werbung drauf. Das heißt, ihr unterstützt damit meinen kleinen Kanal. Und alle, die nach euch hier einschalten, die fangen nicht gleich mit Werbung an, sondern die sind dann gleich und sofort mit von der Partie, können mitmachen und haben erstmal einen kleinen Ruhe. So. Ich weiß, dass meine Kaffeemaschine manchmal etwas lauter ist, mache ich das Mikro mal aus so lange. Bis gleich.
Jetzt ist er weg, ist mir auch egal. So, gucke an, da ist er wieder. Nico, wahrscheinlich noch am Rauchen. Nee, da ist er. Gut, dann können wir eigentlich gleich weitermachen. Werden wir auch tun. So, dazu müssen wir aber mal einen Countdown starten. Und ich begrüße 87 Hanna recht herzlich. Wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du eingeschaltet hast und hier ein bisschen mitmurmeln möchtest. Murmeln, quatschen, Kaffee trinken heißt das hier am Sonntagmorgen bei mir. Frischen Kaffee habe ich mir gerade gemacht. Ich hoffe, ihr habt auch entsprechende Getränke dabei. Und in 10 Sekunden starten wir hier die nächste Bahn. Wir sind im ersten Grand Prix hier heute am Sonntagmorgen. In der 10. von 16 Bahnen. Du hast aber ein nettes Haustier, Hanna. Ist der stubenrein? Ja, dann. Hoffe ich, dass du noch lange Freude an ihm hast. Na, haben wir auch wieder alle 4 Murmeln im Ziel. Das ist natürlich immer eine ganz tolle Geschichte. 1:39.888 ist die lokale Bestzeit für diese Bahn. Und ich würde mal behaupten, die Hanna murmelt öfter als ich, deutlich öfter. Oh, das ist ja ein tolles Bild, das kenne ich auch so noch nicht. Ausrufungszeichen Play heißt das Kommando zum Mitspielen.
Ja, okay. Das kenne ich. Wenn du dann wirklich das Glück hast, irgendwo mitzuspielen, wo du mehrere Murmeln, so 100 oder mehr hast und dann so ein Ding auch noch gewinnst, vielleicht noch ein Marble Royale, dann scheppert das richtig mit den Punkten, da hast du recht. Das ist mir auch schon so gegangen. War noch nie ganz so krass, dass ich fünfstellig war. Aber im guten Vierstelligen war ich dann auch schon das ein oder andere Mal. Da war ich also auch schon sehr zufrieden. So, meine Lieben, 9:12 Uhr, ich sage nochmal Prost, Kaffee. Sekunden, wenn ihr noch mitmachen möchtet. Ausrufungszeichen Play heißt das Kommando hier zum Mitspielen. Und ich behaupte mal fast, könnte sein, dass ich diese Bahn gleich abbreche. Weil wenn ich sehe, dass der aktuelle Rekord auf dieser Bahn bei 410 Stunden liegt, ich weiß nicht, ob ihr darauf Bock habt. Ich hab's gemacht, Nico. Ich hab's auch zu spät gesehen, muss ich dazu sagen, sonst hätte ich da von vornherein schon den Riegel vorgeschoben. Wir nehmen die nächste Bahn. Und auch da seid ihr mit dem Kommando Ausrufungszeichen Play ganz schnell mit dabei hier. Ohne zusätzliche Software, ohne irgendeine Abo-Falle, einfach hier im Chat mitmachen, Ausrufungszeichen Play rein und schon spielt ihr. Und in 45 Sekunden starten wir diese Bahn. Beobachte das hier nach wie vor so ein bisschen weiter durchs Fenster. Man sieht die Schneeflocken nicht, also das heißt, das ist wenn ganz feiner Schnee, aber es ist doch stetig, weil es gibt so einige Flächen, die mittlerweile eine deutlich stärkere Weißfärbung hatten als vor knapp 1,5 Stunden, als wir angefangen haben.
Und die Hanna holt sich hier bei mir den ersten Laufsieg. Schon mal, dazu schon mal recht, recht herzlichen Glückwunsch. Eins 14:8:25. Das ist auch eine sehr ansprechende Zeit, meine Liebe. Das liegt nicht allzu weit hinter dem amtierenden Weltrekord dieser Bahn. Und da war es wieder. Der kleine Nico möchte im Bälleparadies abgeholt werden. Ah nee, da ist er. Na denn, auf geht's. 45 Sekunden könnt ihr noch mit einsteigen hier mit Ausrufungszeichen Play. Geht das völlig unproblematisch. Und in 10 Sekunden starten. Na, guck mal, Hanna, der nächste Sieg. Gibt's dann nebenbei auch ein paar Energiepunkte zurück? Brutzelt ja hier gerade so richtig. War sehr interessante Momen, die hier zu sehen waren. Das Kommando heißt Ausrufungszeichen Play und schon seid ihr mit dabei. Sekunden und auch der Herkules hat sich hier mit reingeschlichen. Moin, mein Lieber, herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Auch dir einen schönen weißen Sonntag.
Nee, hier ist es stetig am Krümeln. Nicht intensiv, aber gleichbleibend. Und ich habe schon gerade gesagt, also wenn ich mir das so an der einen oder anderen Stelle angucke im Vergleich zu vor 1,5 Stunden, als ich angefangen habe mit der Streamerei, da sind einige Stellen doch schon deutlich weißer, aber es ist wie so eine leichte Puderzuckerschicht. Nicht so, dass du hier im Schnee versinkst, wie man das eigentlich angekündigt hatte. Ich sag da mal nichts zu Hannah. Könnte ja denn ein bisschen schmierig werden, wenn sie bei euch Regen angesagt haben. Andi und Hanna erhalten jeweils 3 Energiepunkte zurück. Die Hanna hat sich jetzt den dritten Sieg in Folge geholt. Das kommt drauf an, wie stark der Boden angefroren ist, Marcel. Das hat mit der Lufttemperatur nicht unbedingt was zu tun. Wenn der Frost leicht im Boden drin ist, reicht das. So, Ausrufungszeichen Play heißt das Kommando, wenn ihr mitmachen wollt. Okay, ja dann. Ich gucke mal da, wer ist denn das? Marcel, wolltest du nicht mitmachen? Ah, alles klar. Dann starte ich mal den Countdown. Ausrufungszeichen Play, wer noch mitmachen möchte. 45 Sekunden habt ihr noch Zeit. Bestellen einen schönen Gruß an den Busfahrer. So, 10 Sekunden und dann geht's hier in die 15. Bahn im ersten Grand Prix am heutigen Sonntag.
Ja. Der Herkules und die Noppen. Zack, und da hat auch der Marcel seinen ersten Laufsieg hier am heutigen Sonntag. Eins achtzehn zwei sechs eins hat er hier erreicht. 1:05.437 ist der Weltrekord auf dieser Bahn. Das ist, sagen wir mal, so schlecht nicht. Die Differenz, das kennen wir hier in ganz anderen Sphären. Und wir kommen zur letzten Bahn im ersten Grand Prix. Mit Ausrufungszeichen Play seid ihr natürlich mit dabei. Und ich kann euch wettermäßig mal alternativ noch sagen, in Manchester scheint die Sonne, da ist sogar blauer Himmel. Bin da gerade. Ich bin sofort wieder bei euch. Ich will nur gerade was hier sehen. Mal eben korrigieren muss. So, das auch gerade mal korrigiert. Bitte nicht den Multistream-Link anklicken, weil der gute Stubidu streamt aktuell gerade nicht. Also von daher würdet ihr eh nur ein Bild sehen. Ich frage mich gerade, was der Marcel schon wieder veranstaltet. Marcel, magst du nicht mit uns murmeln? Ich starte auf alle Fälle schon mal den Countdown, Ausrufungszeichen Play und habe dann noch 40 Sekunden Zeit, um hier mitzumachen. Zehn Sekunden und dann starten wir hier in den letzten Lauf im ersten Grand Prix. So rum.
Ja, wenn ich die Beschaffenheit dieser Bahn hier wieder sehe, das ist wieder so eine Sache, wo ich sage, da könnte ich mir sehr gut vorstellen, das wäre toll, wenn man die Rollgeräusche hier noch mit einbaut. Aber wer weiß, vielleicht kommt das irgendwann mal. So finde ich das grundsätzlich schon mal nicht verkehrt. Das ist eine tolle Möglichkeit, mit seiner Community auf verhältnismäßig einfache Art und Weise Spaß zu haben, gemeinsam etwas zu machen. Da ist die Botanisiertrommel. Nico meint, er lässt sich heute nicht botanisieren. Das geht ja dann richtig zur Sache am Ende. Allerdings war die 1,28 definitiv nicht zu schaffen. Meine Lieben, Grand Prix Nummer 1 am Sonntagmorgen ist beendet. Wir schauen aufs Gesamtergebnis. Platz 3 holt sich der Dandy. Auf Platz 2 der Blockbuster. Und gewonnen hat das Ga Opala. Den kenne ich nicht. Den kenne ich nicht, definitiv nicht. Aber wenn er mal guckt, die Hanna hat sich hier noch richtig gut hochgekämpft. Einen Punkt mehr und sie hätte den Dandy vom dritten Platz verdrängt, obwohl sie nur 6 der 16 Rennen mitgemacht hat. Es waren nur 15, ja, nicht wundern. Eins haben wir abgebrochen, weil 410 Stunden hatten wir dann definitiv keine Lust, hier zu murmeln. Und wir kommen zu Marble Royale. Es gibt 7 Marble-Royal-Bahnen und die werden wir jetzt alle 7 hintereinander mal bespielen. Mit Ausrufungszeichen Play seid ihr mit von der Partie. Beim Marble Royale geht es jeder gegen jeden. Es bleibt am Ende einer übrig und der bekommt die Punkte. Da war es denn wieder der Marcel, der Funnyman, der wohl, ich weiß nicht, vielleicht ist er Kaffee kochen oder entleert sich oder hat ein Frühstücksbrötchen zwischen den Kiemen. Whatever. Ich starte mal den Countdown. Dann sind immer noch 45 Sekunden Zeit zum Mitmachen. Ausrufungszeichen Play heißt das Kommando, wer mitmachen möchte.
Da ist er. Jawohl, Marcel, hast du es geschafft? Sieht aus, als wenn deine Tastatur ein bisschen gehangen hat. We got a top 10 situation. Naja, wir sind nur fünf, aber so ganz Unrecht hat er ja nicht. Dann gucken wir mal, wie sich das Ganze hier so entwickelt. Oh, Marcel. Du als erster raus, das ist eigentlich eher was Seltenes. Ja, ist alles okay. Das ist hier definitiv keine Pflichtveranstaltung. Da kam dann der erste Loot Crate. Da rennen sie alle hin. Size Ring. Size up. We have a winner. Der Nico holt sich hier den ersten Sieg im Marble Royale. Wollen wir mal gucken, wie viele Punkte er damit eingeheimst hat? 24 Punkte. Super, mein Lieber. Das ist nicht schlecht. Nebenbei gab es auch wieder ein paar Energiepunkte zurück. Hier kommen wir zur zweiten Bahn im Marble Royale. Ihr wisst ja, Ausrufungszeichen Play heißt das Kommando zum Mitmachen. Der Renus, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast hier auf meinem kleinen Kanal und ein bisschen mit uns mitmurmeln möchtest. Natürlich auch dir einen schönen Sonntagmorgen. War es, glaube ich, wieder der Marcel? Ich starte auf alle Fälle schon mal den Countdown. 45 Sekunden habt ihr noch. Mit Ausrufungszeichen Play seid ihr hier mit dabei. Das Ganze ist kostenlos, ohne die Installation zusätzlicher Software und da steckt auch keine Abo-Falle hinter. Das ist einfach eine Sache, ein bisschen Spaß haben mit der Community und gemeinsam mit denen was machen. Top 10 Situation. Genau so ist es. Jeder gegen jeden, es bleibt eine Murmel übrig
Und die heimst die Punkte ein. Anna hat den Dandy schon mal rausgehauen. Guck an, der Herkules hat mich eben mal rausgehauen. Strafe folgt auf dem Fuß. Anna hat mich gerecht, danke. So, wie das jetzt ausgeht, bin ich mal sehr gespannt. Vermute aber mal sehr stark. Oh ne, das hätte ich so jetzt nicht gedacht. Das sah vom Lebensbalken doch etwas anders aus. 35 Punkte gab es hier für den Sieg und es gibt diverse Energiepunkte zurück. Hanna erhält 4, Dandy und der Herkules erhalten jeweils 3. So. Wir gehen ins Kolosseum. Andi ist rauchen. Das heißt, wir werden dann mal einen kleinen Moment warten, dass er die Chance hat mitzumachen. Uns drängt ja in der Hinsicht nichts. So habt ihr natürlich auch noch die Zeit, eventuell die Getränkebestände aufzufüllen. Ich bin mittlerweile auch noch mal einen Schluck aus dem Kaffeepott. Anna hat bisher auch den Weg zu uns noch nicht gefunden in dieser Runde. Aber wie gesagt,
Uns trinkt hier niemand. Wir lassen das ganz gemütlich angehen. So, um 9.50 Uhr werde ich dann den Countdown starten. Geht's in die dritte Runde Marble Royale hier am Sonntagvormittag? Und jetzt geht's los. In 45 Sekunden starten wir. Einfach Ausrufungszeichen Play in den Chat. Und schon seid ihr mit dabei. Ich sag doch, Dandy ist ein Schnellraucher. It's a top 10 situation. Jo. Wir gucken uns das Ganze mal wieder so ein bisschen von oben an. Marcel hat die Runde wieder beendet. Oha. Da kommt der Loot Crate. Die versucht als erster daran zu kommen. Healing Ring. Der heilende Ring, das heißt, jeder, der da durchgeht, kriegt seine verlorenen Lebenspunkte zurück.
Hinten liegt mittlerweile der nächste Loot Crate. Aber mal, der ist. Doch nach hinten. Fällt der nächste. Oha, jetzt geht's aber hintereinander. Renos hat Black Hole. Zwei hintereinander rausgeboxt. Geht jetzt zwischen ihm und dem Dandy. Weil, wenn ich sehe, wie hoch der Lebensbalken vom Dandy ist, ist das Ergebnis, glaube ich, fast schon vorprogrammiert. We have a winner. Dandy holt sich hier den Sieg und 26 Punkte. Steini 31. Moin, mein Lieber. Herzlich willkommen auch dir. Einen schönen Sonntag. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind bei Murmeln, Quatschen, Kaffee trinken und sind hier im Marvel Royale. So, mitmachen, Ausrufungszeichen, Play in den Chat und schon geht das hier gemeinsam mit uns ja fast schon los. Wie gesagt, Ausrufungszeichen Play, so heißt das Kommando hier zum Mitmachen. Jo. Deine, was mit dir? Magst auch noch mit dazukommen? Ich starte hier einfach mal den Countdown. 45 Sekunden sind da noch Zeit. Wie gesagt, Ausrufungszeichen Play heißt das Kommando. 495 Plätze sind aktuell noch offen. Also traut euch. Wir beißen nicht. Nur auf Wunsch. Jawohl. Auch der Steini ist mit dabei. 20 Sekunden. Habt auch ihr noch die Möglichkeit, hier mit einzusteigen. We got a top 10 situation. Wie gesagt, Marvel's Royale ist ein Spiel jeder gegen jeden. Es bleibt am Ende eine Murmel übrig und die kassiert die Punkte. Es sieht für mich so aus, als wenn der Dandy irgendwas vorhat. Bin mir aber noch nicht so ganz sicher, was. Da fällt der erste Loot Crate.
Ja, okay, das hat sich jetzt gerade erledigt. Und da waren es nur noch zwei. We have a winner. Und Herkules. Renos holt sich hier den Sieg in dieser Runde und 41 Punkte. Da seht ihr es, das ist also im Vergleich zur klassischen Grand Prix-Variante. Was anderes. Wir spielen noch ein bisschen Battle Royale. Kommando zum Mitspielen heißt Ausrufungszeichen Play. Und wir suchen den Herkules am weiten Rund. Ich starte den Countdown. Es sind immer noch 45 Sekunden Zeit für euch zum Mitmachen. Kommando ist ganz einfach. Ausrufungszeichen Play heißt es. Ihr seht, da geht's schon richtig zur Sache. Als wenn Herkules hier ein bisschen Tabula Rasa spielen will. We have a winner. Renos hat aber die Serie von Marcel ruckartig gestoppt und holt sich hier den nächsten Sieg und 29 weitere Punkte. Gibt jeweils drei Energiepunkte zurück für Java, den Renos und was? Dubi, Dubi, du. Moin, mein Lieber. Herzlich willkommen
zu murmeln, quatschen, Kaffee trinken. Einen schönen weißen Sonntag wünsche ich dir. Und wer mitmachen möchte, Ausrufungszeichen Play heißt das Kommando. Alles klar, Renus. Schön, dass du dabei warst. Ich sag jetzt schon mal Danke an der Stelle. Und mal gucken. Der Steini fehlt. Der Dandy, der ist bestimmt wieder im Bälleparadies. Ja, da bin ich schon kräftig bei beim Kaffee, Micha. Ich habe hier bereits den zweiten großen. Nee, es ist, hier ist es so, es ist nicht extrem viel, aber es ist gleichmäßig und es sind wohl auch recht feine Krümel. Das sieht eigentlich aus so ein bisschen wie Puderzucker. Aber das macht schon. Jetzt über gut 2 Stunden. Gucken, wie sich das weiterentwickelt. Nee, so viel haben wir hier nicht, Renus. Bei weitem nicht. Ich hatte vorhin erzählt, ich habe gestern Nachmittag Bilder aus dem Mannheimer Raum gesehen. Da lagen 10, 15 Zentimeter. Das war schon recht heavy. Und der Dandy hat vorhin erzählt, bei ihm ist es wohl auch etwas mehr und wir sind Luftlinie maximal 30 Kilometer auseinander. Also von daher aber ich habe jetzt so meine Befürchtung, ob der Dandy eventuell im Schnee ausgeglitten ist. Ah nee, der ist ja dabei, um Himmels Willen. Hätte ich dir Unrecht getan, Nico, um Himmels Willen. Ich starte den Countdown. Ihr habt immer noch die Möglichkeit, selber mitzumachen. Ausrufungszeichen Play heißt das Kommando. 30 Sekunden könnt ihr noch einsteigen. Nee, du warst schon bei Nico. Ich hatte deinen Namen nicht entdeckt, aber der ist hinter dem Balken, wo die Zeit bis zum Start des Rennens zu sehen ist. Deine Kugel sehe ich. Und auf geht's! Vorsicht mit diesen kleinen, sich drehenden Streifen. Da kann man ganz schnell durchfallen. Herkules schlägt hier gleich wieder zu und haut als erstes mal den Renus raus. So eine kleine Racheaktion. Das sage ich ja. Der hat was gegen uns, ihr seht's. Der Stubidu wird uns alle rächen. Sag ich doch. We have a winner. Das gibt's doch nicht. Da holt sich der Steini hier glatt noch den Sieg, obwohl sein Lebensbalken schon deutlich dünner war. Den wünschen wir dir auch, mein lieber Renus. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß gehabt. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir uns hier bei mir auf meinem Kanal mal wiedersehen.
Und guckt euch den Steini an. 60 Punkte greift der dafür ab. 60 Punkte hat der gekriegt. Herkules erhält 4 Energiepunkte zurück und der Dandy 3. Der Lauch. Ach nee, The Lounge. Mit Ausrufungszeichen Play macht hier ihr mit. Ich würde mal sagen, der Stubidudu fehlt noch. So. Ich starte mal den Countdown. 45 Sekunden sind es noch, bis es hier losgeht in die nächste Runde. Ausrufungszeichen Play eingeben hier in den Chat und schon seid ihr mit dabei. Marcel, wo bist du denn hin? Ohne Fremdeinwirkung. Holla die Waldfee. Ich behaupte mal, um so ein A380 zu enteisen, musste schwindelfrei sein. Definitiv. Gute Güte. We have a winner. Stubi, Dubi, Du. Herzlichen Glückwunsch. Zweiunddreißig Punkte kriegst du. Und Steini kriegt 3 auf dem Blanken. Ach nee, 3 Energiepunkte kriegt er zurück. So, das war einmal die komplette Marvel Royale Reihe runter. Gerne nochmal gucken, das waren 7 Runden Marvel Royale. Jetzt machen wir nochmal schönen Grand Prix, würde ich sagen. Einen mit 10 Karten. Und wir nehmen mal
den Standardkarten. So, und da geht's dann los mit Ausrufungszeichen Play. Seid ihr wieder mit dabei? Die Karte ist definitiv passend zur Jahreszeit. Nico, wie schaut's? Oh, und die haben jetzt natürlich auch so ein paar Vergleichszeiten. Weltrekord liegt bei 1,27,516 und der lokale Bahnrekord liegt bei 1,59,051. Den gilt es gegebenenfalls mal in Angriff zu nehmen. Wer möchte, darf sich auch gerne an dem anderen versuchen. Ich starte den Countdown. 45 Sekunden Zeit habt ihr jetzt noch. Und mit Ausrufungszeichen Play seid ihr mit dabei. Moment, sieht so aus, als wenn mehrere Kugeln versuchen, den aktuell bestehenden Rekord zu unterbieten. War schon das altitalienische Sprichwort sagt, Rom ist auch nicht an einem Tag von der Wölfin gesäugt worden. Insoweit warten wir ab, wie sich das Ganze hier am Ende entwickeln wird. Da hast du wohl den rausschnellenden Nagel ganz genau auf den Kopf getroffen. Sowas kann auch schnell mal ins Auge gehen. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, ob das für den Herkules gereicht hat, die amtierende Zeit hier zu unterbieten.
Jo, ich spiele nicht mit, alles gut. 1,56,461, Marcel, neuer lokaler Rekord. Herzlichen Glückwunsch und 15 Punkte. Auch das ist schon recht anständiges Sümmchen. Auch der Steini mit 10 Punkten ist nicht von schlechten Eltern. Eine Animation mit dabei hier. Ausrufungszeichen Play heißt das Kommando und hier gilt es, den Rekord vom Herkules zu knacken. 1,45,066, da liegt der aktuell. Wie gesagt, es steht euch natürlich frei, hier gegebenenfalls auch den Weltrekord anzugreifen mit 1,09. Starte den Countdown. Wer noch mitmachen möchte, ist mit Ausrufungszeichen Play ganz schnell hier mit dabei und kann auch viel, viel Spaß haben. Fünfzehn Sekunden sind noch übrig, bevor es hier losgeht in die zweite Bahn. Das klingt ja sehr vertrauenserweckend, meine Lieben. Nico hat sein Heil schon in der Flucht gesucht. Das große Fliegen sozusagen. Danny holt sich hier auf alle Fälle den Sieg. Irgendwie sieht es so aus, als wenn der Herkules hier irgendwo leben geblieben ist. So. Danny hat sich hier den Sieg geholt, ist auch als Einziger ins Ziel gekommen, erhält dafür 11 Punkte. Dubidubidu, der Blockbuster und Java erhalten jeweils drei Energiepunkte zurück.
Na, Jan, herzlich willkommen, schönen guten Morgen. Schön, dass du reinschaust. Und dann lurk doch einfach, wenn du der Meinung bist, das ist doch kein Thema. Und wer von euch mitmachen möchte, Ausführungszeichen Play heißt das Kommando zum Mitmachen. Okay, alles klar. Hier liegen alle Rekorde unter einer Minute. Und wo ist der Steini? Inselkind 99 raidet den Kanal mit einer Gruppe von 1 Zuschauern. Vielen Dank. Jan, vielen, vielen Dank für deinen Raid. Und willkommen, Raiders. Ich starte den Countdown. In 40 Sekunden geht's los. Ausrufungszeichen Player ist das Kommando. Hier könnt ihr noch mitmachen. Da ist auch der Steini. Ja, alles gut. Das denn? Kann ich das nur? Ja! Damit ihr wisst, wer das Inselkind ist, klickt mal da drauf. Der Junge macht eigentlich richtig tolle Fotos und Videos aus seiner Heimat. Ich gucke da immer wieder gerne rein und der hat immer wieder neue Ideen. Und lasst ihm auch gerne mal ein bisschen Support zukommen. Ihr wisst ja, Support ist kein Mord und tut nicht weh. Inselkind hat sich hier den ersten Sieg geholt. Nico, alles klar, vielen Dank. Schön, dass du eingeschaltet hast. Dir noch einen schönen Sonntag. 1:23:235, die Siegerzeit für das Inselkind. Dafür gibt es 10 Punkte. Platz 2 hat sich ein gewisser Java gesichert und die anderen sind leider nicht ins Ziel gekommen. Dani und Herkules erhalten noch 3 Energiepunkte zurück.
Und mit Ausrufungszeichen Play seid ihr natürlich mit dabei hier in der nächsten Runde. Die Bestzeit auf dieser Bahn lokal wird übrigens von Dandy92 gehalten mit 1:30.736. Wieder mal den Countdown starten. 45 Sekunden habt ihr jetzt noch, um mitzumachen. Ausrufungszeichen Play heißt das Kommando. Du darfst fast alles, Jan. Auch das ist sicherlich sehr schwer zu beantworten, Jan. Das ist sicherlich auch sehr, sehr stark davon abhängig, was du im Zeitraffer darstellen willst und über welche Zeit du etwas darstellen willst. Wenn du jetzt, ich sag mal, irgendwo für mal 24 Stunden die Kamera hinstellst und sagst, ich möchte da eine entsprechende Geschichte von haben, würde ich einen Zeitraffer sicherlich anders wählen, als wenn ich den eventuell nur für eine Viertelstunde benutzen würde. Ich glaube, das ist zum einen eine Sache, da muss man so ein bisschen Fingerspitzengefühl für entwickeln. Und man muss es einfach ausprobieren. Gegebenenfalls, wenn man das Ganze soweit fertig hat, einfach auch mal mit ein paar Leuten besprechen und sagen, passt auf, das und das war das, was ich machen oder erreichen wollte. Das sind die Ergebnisse. Herkules vor Steini und dem Blockbastler. Steini kriegt 4 Energiepunkte zurück. Wow. Auch hier wieder eine kleine Animation vorneweg.
Könnt ihr zuschlagen. Ja, wirklich einfach mal ausprobieren, selber gucken und dann daraus vielleicht wirklich am besten ein bisschen was entwickeln. Na, schau hier, der Steini ist noch gar nicht dabei. Marcel, was hast du mit Steini gemacht? Hast du ihn eingesperrt? Da ist er. Ach so. Na, wenn das so ist. So, meine Lieben, ich starte mal den Countdown. Dann heißt das ab jetzt 45 Sekunden zum Mitmachen. Mit Ausrufungszeichen Play seid ihr ganz einfach mit dabei. Zwanzig Sekunden noch. Oh, mit Förderband.
Viertel weg ist mir auch egal. Sorry, wenn ich euch den Moment mal einen Moment alleine gelassen habe, aber musste dringendst mal die Nase leeren, das lief in einer Tour und hörte nicht auf. Whatever, Steini holt sich hier den Sieg ganz alleine. Alle anderen sind nicht ins Ziel gekommen. 3:41 die Siegerzeit. Liegt eindeutig etwas unter dem lokalen, über dem lokalen Rekord. Da ist also definitiv Luft nach oben. Ausrufungszeichen Play, wer mitmachen möchte. Wieder der Steini, der fehlt. Und ach, guck mal, das sehe ich jetzt gerade. Lokaler Rekord wird hier gehalten von Herkules 1983 mit 1:44.321. Vielleicht eine kleine Herausforderung für euch, besser zu sein.
Ich werde auf alle Fälle mal den Countdown starten. Dann habt ihr noch 45 Sekunden Zeit, um mitzumachen. Wie gesagt, zum Mitmachen, Ausrufungszeichen, Play hier in den Chat schreiben. Das ist auch schon alles. Wird keine zusätzliche Software installiert, das ist kostenlos und da steckt auch keine Abo-Falle hinter. Ja, jetzt geht's gleich durchs Maisfeld. Ist das Ziel in Sicht? Und wir haben ein Ergebnis. Zwei Spieler haben es bis ins Ziel geschafft. Inselkind, Herkules und Steini haben es vorgezogen, das Spiel vorher zu verlassen. Gibt ein paar Energiepunkte zurück. Und wir kommen zur Bahn 7. Ausrufungszeichen Player ist das Kommando, wenn ihr mitmachen wollt. Joker 1860 hält hier den aktuellen lokalen Rekord. So, ich werde mal den Countdown für euch starten. 45 Sekunden habt ihr dann noch Zeit, wenn ihr mitmachen möchtet.
Wie gesagt, Ausrufungszeichen Play, so heißt das Kommando hier zum Mitspielen. Absolute kostenlose Geschichte. So, 10 Sekunden noch. Bisschen durch die Wasser rutschen. Strudel. Schon weiter. Ratzi fatzi. War die Kugel vom aktuellen lokalen Bahnrekordinhaber zu sehen? Steining holt sich auf alle Fälle nicht nur nasse Füße, sondern auch den Sieg. Jörn, was machst du denn hier? Deine vor Herkules, ja, war dem Blockbastler. Inselkind in dem Falle ohne Wertung. Herkules erhält 3 Energiepunkte zurück. Mit Ausrufungszeichen Play seid ihr hier mit dabei. Auch hier wird die aktuelle Bestzeit von Herkules 1,983 gehalten. Mit 2,25,409. Zumindest die aktuelle lokale. So, ich will ich mal den Countdown starten. 45 Sekunden habt ihr jetzt noch Zeit, um mitzuspielen. Das Kommando zum Mitspielen heißt Ausrufungszeichen Play.
Und da geht es. Gleich rein ins tiefe Loch. Mal im freien Fall raus. Der Steini macht's nicht besser, genauso wie der Herkules. Sind nur noch zwei übrig. Okay, Jan, du hast alle Chancen zu gewinnen. Mach's Beste draus. Ja. Mal ran hier, machen. Und da hast du es sogar ins Ziel geschafft. .305 023 15 Punkte. Deine kriegt schon wieder 3 auf dem Blanken. Anno zum Mitspielen heißt Ausrufungszeichen Play. Ja, danach ist nur noch ein Grand Prix, ein Einlauf, dann ist der Grand Prix durch, Jan. So, ich starte den Countdown. Ja, ich hatte hier nur noch mal einen Zehner angestoßen. 35 Sekunden, wer noch mitmachen möchte, Ausrufungszeichen Play in den Chat und schon seid ihr mit dabei.
Wir jagen die virtuelle Kugel. Der andere scheint schon am Teichrührer ein bisschen zu steitern. Sauerglück gehabt, mein Lieber. Das hätte auch in die Hose gehen können. Heini holt sich hier den nächsten Sieg. Alle fünf Kugeln sind im Ziel. Hier kommt der Lauf Nummer 10 im zweiten Grand Prix hier am Sonntag. Vormittag bei Murmeln, Quatschen, Kaffee trinken. So, wo ist der Steini? Wieder im Wau versunken. Ich werde auf alle Fälle schon mal den Countdown starten. Dann hat er ja noch 45 Sekunden Zeit. Lokale Bestzeit hier gehalten von Robert, dem Snowboarder, mit 1:33.012. Sekunden noch, Ausrufungszeichen Player ist das Kommando zum Mitmachen.
Irgendjemand hat Jan wieder erzählt, da wird es eine Abkürzung geben. Das an Robert, der Snowboarder, muss hier eine richtig gute Linie gefunden haben. Weil ihr seht, die virtuelle Kugel ist bereits im Ziel. Und dann ging es ganz schnell. Herkules vor Java. Die anderen drei Kameraden sind leider nicht ins Ziel gekommen. Und wir schauen uns das Endergebnis an. Platz 3 für den Jan, für das Inselkind. Herzlichen Glückwunsch. Herkules holt sich Platz 2. Steini holt sich den Sieg. Allen Gewinnern und Platzierten herzlichen Glückwunsch. So, wir schauen noch mal Leaderboard. Insgesamt 27. Ja, ich habe nach der letzten Saison nicht neu gestartet, sondern lasse weiterlaufen. Von daher seht ihr, da ist einiges an Punkten zusammengekommen mittlerweile. Das Season brauchen wir definitiv nicht gucken. Wir haben gut eine halbe Million Mitspieler. Da ist keiner von uns unter den Top 100. Da gehe ich definitiv mal von aus. So, aber mal gucken. Was mit euch mache. Wer noch möchte? Ja, Glücksstrumpf, genau, Glückskeks, ja, ein Glückskeks. Wer noch möchte, kann gerne noch ein bisschen weiter murmeln. Ich werde euch nämlich mal zum Manfred schicken. Manfred murmelt selber aktuell. Von daher habt ihr die Chance, da noch ein bisschen weiterzumachen. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Macht's Beste draus. Wir sehen uns bestimmt demnächst hier wieder. Und vielen Dank für euren Support.